Ja. Warum ich das mache, ich muss mal ehrlich sagen, ist, weil jetzt so viele Spinner auf meinem Kanal kommentieren. Das Problem ist ja, dass wenn du natürlich 12 Follower hast auf deinem Kanal und nicht gut aussiehst, dann musst du dich natürlich bei mir auskotzen, weil du natürlich nichts auf der Latte hast. Ich meine das gar nicht böse. Ich mache diese Videos auch nicht, um irgendjemand zu ärgern. Ich mache diese Videos für die Leute, die einen dicken Hintern haben und einen dicken Bauch haben und die es stört und die nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Der eine sagt, du sollst aufs Fahrrad gehen, morgens auf leeren Magen. Der nächste sagt, du musst Low Carb machen. Der nächste sagt, du musst Low Fat machen. Also lass die Soßen weg und den Käse und alles, was irgendwie Geschmack hat. Gut, Obst und so schmeckt auch und hat kein Fett, aber ihr versteht, was ich meine. Die nächsten sagen, du musst 5-mal die Woche trainieren. Du musst einen Doppelsplit oder was auch immer, Push-Pull-System. Und letztendlich habe ich diesen ganzen Quatsch ja auch gemacht. Ich sage ja nicht, dass ich jetzt vom Himmel gefallen bin und der Geile bin und ihr seid alles Idioten. Ich habe diesen ganzen Mist auch gemacht. Weil da quatscht dich einer voll und du denkst, na gut, vielen Dank erstmal für den Ratschlag. Dann weißt du ungefähr, was du zu tun hast. Dann machst du es erstmal. Dass das natürlich ins Aus geht. Ich meine, seien wir doch mal ehrlich, die ganzen wirklichen Profis, die richtig geil aussehen, die nehmen pharmazeutische Substanzen. Das machen wir doch kein Hehl draus. Jetzt ganz im Ernst. Kevin Wolter saß da neulich in einem Video, in einer Reportage und hat darüber berichtet, dass das natürlich nicht Danone Fruchtzwerge ist, warum die so aussehen, die Jungs und er auch, sondern dass da halt viel Mucks gemacht wird. Deshalb wiege ich ja auch nicht so viel. Ganz ehrlich, ich bin 1,84 Meter, ich wiege 87 Kilo jetzt. Also ich bin ja kein Monster. Aber wenn ihr natürlich so aussehen wollt, als ob ihr schon ungefähr wisst, was ihr zu essen habt. Und ich esse ja alles. Ich esse ja alles. Ist ja nicht so, dass ich sage, oh, und abends gehe ich nüchtern ins Bett oder abends nur noch ein Eiweißshake. Nein, ich darf in meiner Version, wie ich mich vorbereite auf meine Wettkämpfe, und ich war ja auch mal Europameister, ich bin ja nicht irgendwie so ein Spinner, der jetzt irgendwie sich auf so eine Holzpalette stellt in der Fußgängerzone und da den wilden Max macht. Ich fahre ja auf nationale Wettkämpfe, ja, und wer keinen Bock mehr darauf hat, sich da draußen voll lullen zu lassen von irgendwelchen Leuten, die es wirklich auch nicht unbedingt besser wissen, die einfach nur das runterplanen, was in den 80er, 90er Jahren mal funktioniert hat. Ja, wenn ihr nach einem System sucht, wo du dreimal die Woche nur 20 Minuten trainieren musst, wenn du nach einem System suchst, wo du essen kannst, was du willst, dann machst du meinen Plan. Das ist kein Riesenarm, das weiß ich auch. Und trotzdem sehe ich so besser aus als die meisten Leute, die ich in der Sauna treffe. Und ich meine das nicht böse, weil man denen nur Blödsinn erzählt. Wenn man dir auch Blödsinn erzählt hat, ja, und du keinen Bock mehr hast auf dicken Hintern oder dicken Bauch, dann machst du meinen Plan. 49 Euro, mehr nicht, einmalig.